Hallo zusammen, willkommen zurück zu diesem neuen Video, wo es mal wieder um günstige und gute Autoladegeräte geht. Denn die sind wirklich sehr praktisch und man braucht sie garantiert auf jeden Fall einmal im Leben, wenn praktisch hier mal eure Autobatterie leer ist. Dann wollen wir uns heute, wie eben schon erwähnt, mal die Top 3 der besten, beliebtesten, günstigsten Ladegeräte uns anschauen, die dennoch hier Markenprodukte sind und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Mit dabei sind Ladegeräte der Marke Bosch, C-Tech oder Noco. Und die sind wirklich top und sind auch hier wirklich sehr hochwertig gefertigt und haben zahlreiche intelligente Features und Ladefunktionen. Die gehen wir heute mal durch mit den Vorteilen, mit den technischen Daten und werden uns die mal im Detail anschauen und zum Schluss einen kleinen Vergleichssieger krönen. Also, die Ladegeräte sind auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr Interesse habt, klickt mal den Link in der Videobeschreibung an. Da kommen wir zu den jeweiligen Ladegeräten. Dann würde ich sagen, starten wir durch, wir fangen an, los geht's. Und zwar mit Platz 3. Und dort landet bei uns das Bosch C1 Ladegerät. Schauen wir uns das erstmal hier direkt an. Also ihr habt eine defekte Autobatterie bzw. eine leere, dann ist dieses Ladegerät genau das Richtige für euch. Bei längeren Standzeiten oder auch sonst, wenn der Akku defekt ist, könnt ihr mit diesem Ladegerät nochmal probieren, diesen Akku voll zu bekommen oder zu reparieren. Einfach an die Motorhaube oben dranhängen, dann wird praktisch das Ladegerät direkt hier an die Pole von der Batterie montiert, fixiert, angeklemmt und dann geht es auch schon los. Ihr müsst hier nichts mehr trennen, das Ladegerät macht alles vollkommen automatisch, einfach in die Steckdose reinstecken. Und dann dauert es ein bisschen und zeigt euch jetzt schon den Ladezustand an. Einfach vom Stromnetz trennen und die Batterie sollte jetzt voll sein, was hier sehr gut ist. Jetzt würde man sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die technischen Daten dazu ein und gehen wir hier weiter zur Produktseite. Dann schauen wir uns jetzt mal hier das Bosch C1 Batterieladegerät uns hier an und gehen mal kurz hier die wichtigsten Daten durch. Also es kommt so daher, könnt ihr schon sehen, ist ebenfalls ein sehr kompaktes Batterieladegerät, ist mit dem nötigsten ausgestattet, was ihr braucht und auch der Preis ist vollkommen okay und sehr günstig, dafür, dass es hier ein hochwertiges Bosch-Gerät ist, nur 87 Euro. Wir gehen mal kurz hier die technischen Daten durch. Es eignet sich für Gel-Batterien, für Bleisäure-Batterien, für EFB-Batterien, also für Start-Stopp-Batterien, also auch hier wirklich alles gedacht. Und wir haben hier Motorrad, Leichtfahrzeuge und natürlich auch hier weitere Sachen, die natürlich hier damit aufgeladen werden können, beziehungsweise die Batterien davon. Die maximale Batteriekapazität 120 Amperestunden ist für die meisten völlig ausreichend. Da gehen wir kurz hier weiter runter. Was haben wir sonst noch mit dabei? Also wir haben hier zum Beispiel ja, Bleisäurebatterien für Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, haben wir ja vorhin schon gesagt, Quad, Wohnmobil und Co. Vollautomatisches Laden, wir haben eine intelligente Steuerung dabei, was praktisch hier durch einen internen Mikroprozessor gesteuert wird. Auch hier maximaler Schutz gegen Überhitzung, gegen Funkenbildung und gegen Verbrunnung. Also auch hier ist alles abgesichert. Wir haben IP65 Schutz gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen. Könnt ihr das auch problemlos mal im Freien betreiben, wenn es regnet, braucht ihr da ebenfalls keine Angst haben. Es gibt hier Impulslast, das ist praktisch ein automatischer Modus, der bei niedrigen Spannungen aktiviert wird, um praktisch hier eine bessere Ladung zu erhalten. Und ansonsten gibt es hier eine automatische Aktivierung, sobald die Batterie geladen ist, wodurch ein optimaler Ladezustand aufrechterhalten wird. Ja, also zahlreiche Vorteile, die meisten anderen Akkuladegeräte in dem Preissegment auch bieten. Und jetzt hier halt von der Marke Bosch, also was Hochwertiges. Hier nochmal die Dokumentation und das soll es ja auch nun gewesen sein. Also hier macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Wenn ihr Bosch-Fans seid, dann schaut euch das mal an. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde euch hier den besten Link reinpacken, wo es hier den besten Preis gibt. Dort klickt ihr am besten jetzt mal drauf und kommt hier direkt zum Angebot. Dann gehen wir auch gleich weiter zu Platz 2 und dort landet bei uns das Noco Genius 5 Autoladegerät. Wir schauen uns jetzt mal kurz im Detail an. Ist ein super kompaktes Autoladegerät zu einem sehr, sehr vernünftigen Preis. Damit könnt ihr auch ganz große, tolle Akkus aufladen, egal ob AGM oder normale Bleisäurebatterien, das ist hier ebenfalls kein Problem. Es ist hier wie gesagt ein Mehrfachladegerät, hat 140% mehr Leistung im Vergleich zu anderen. Es hat einen Kraftmodus mit dabei und es kann hier 24/7 betrieben werden, also auch perfekt natürlich hier für Saisonfahrzeuge, für die Ladeerhaltung.
Also schauen wir uns jetzt hier mal das Noco Genius 5 Ladegerät uns hier an. Ein sehr smartes Batterieladegerät, was auch hier zu einem sehr guten Preis zu haben ist. 84,83 € hier bei Lewis oder bei Amazon gibt es ebenfalls für den gleichen Preis, wenn nicht sogar etwas günstiger. Also schaut mal hier die Links in der Videobeschreibung an. Dort ist es verlinkt, dort kommt ihr direkt zum günstigsten und besten Preis. Und könnt es euch hier mal direkt euch näher anschauen und dann ebenfalls direkt bestellen. Gehen wir es mal kurz durch. Die Abmessungen sind sehr kompakt, wie ihr schon sehen könnt. Und es ist auch hier wirklich super, super übersichtlich. Ich gehe gerade mal hin. Wir haben hier praktisch auch so ein Verschlusssystem. Da könnt ihr es zum Beispiel irgendwo anbringen, irgendwo fixieren. Und hier wird es dann einfach direkt neben der Autobatterie gelegt und könnt ihr dann laden. Also die Abmaße ist super kompakt. Deswegen auch hier wirklich ein richtiger Bestseller auf Amazon und weiteren Plattformen. Und es ist hier wirklich super simpel. Hier nochmal das komplette Set, was hier dabei ist. Also wir haben hier ganz klassisches Ladekabel mit den praktisch beiden Enden für die Batterie. Und wir haben hier das Ladegerät an sich und so eine Halterung. Also das ist schon mal sehr gut. Gehen wir mal kurz hier die wichtigsten technischen Details mal durch. Hier nochmal praktisch das smarte Batterie-Ladegerät. Das kann hier 6 Volt sowie 12 Volt Akkus aufladen. Wir gehen mal direkt auf die technischen Daten drauf. Ausgangsspannung maximal 75 Watt. Ladestrom 5 Ampere bei 12 Volt und 5 Ampere auch bei 6 Volt. Betriebstemperatur von minus 20 bis plus 40 Grad. Könnt ihr also auch hier mal im Außenbereich im Winter zum Beispiel dann auch einfach liegen lassen. Einfach jede Batterie aufladen. Das macht praktisch gar nichts aus. Es gibt eine Niedrigvolterkennung bei 1 Volt. Bei 12 Volt Batterien und bei 1 Volt bei 6 Volt Batterien. Es gibt hier Rückentladestrom, Batteriekapazität. Ihr könnt bis zu 120 Ampere-Stunden Batterien aufladen. Und hier nochmal die Abmessung und das Gewicht von gerade mal 0,6 Kilogramm. Hier mal kurz auf die weiteren Funktionen. Es gibt einen integrierten Entschwefelungsmodus. Also hier perfekt für korrodierende Batterien. Wir haben einen integrierten Temperatursensor, der checkt die Umgebungstemperatur und reguliert praktisch auch den Ladevorgang. Erlaubt das Aufladen bei jeder Witterung. Es ist 24/7 fähig, also kann rund um die Uhr angeschlossen und betrieben werden, ohne zu überladen. Kehrt automatisch auch hier zum letztgewählten Modus zurück. Es speichert sich also praktisch in den letzten Lademodus. Es gibt Batterieklemmen mit dabei. Wir haben eine verringerte Wärmeentwicklung, abnehmbare integrierte Öse. Und auch sonst sieht es hier gut aus. Hier nochmal der Lieferumfang, also wie ihr schon sehen könnt, ist ja alles dabei. Und ihr könnt auch hier Zubehörartikel kaufen für wenig Geld. Also das ist hier auch sehr gut gemacht. Also top Gerät. Wir gehen mal kurz auf die Bewertungen drauf. Auch hier 4,8 Sterne von 5 Sterne. Ist wirklich ein Top-Teil, tut was es soll. Und auch sonst sieht es hier gut aus. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wirklich ein toller Hersteller, ein tolles Batterieladegerät. Und ich werde es euch auch hier in der Videobeschreibung verlinken. Also schaut mal rein und klickt mal jetzt direkt auf den Link hier drauf. Jetzt gehen wir weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dann bei uns das CTEC MXS 5.0. Schauen wir uns das auch mal hier im Detail an. Wird ebenfalls wieder ganz einfach an die Autobatterie angeschlossen. Den müsst ihr dazu auch nicht abklemmen. Das ist hier problemlos möglich. Und dann müsst ihr auch nichts weiteres beachten. Dann geht es im Grunde im nächsten Schritt weiter. Ihr müsst auch hier praktisch nicht darauf achten, ob es richtig angeschlossen ist. Hat einen Verpolungsschutz. Also wenn ihr praktisch hier selbst die Klemmen praktisch andersrum anschließt, dann gibt es eine Fehlermeldung und da passiert dann auch gar nichts. Die Sicherheit wird also bei diesem Ladegerät sehr hoch geschrieben. Also wie ihr schon sehen könnt, wenn ihr es einfach andersrum ansteckt, dann passiert hier gar nichts. Die Autobatterie wird einfach nicht geladen. Es gibt auch keinen Kurzschluss und es gibt auch keinen Funkenflug, wenn ihr praktisch mal beide Kontakte berühren solltet. Da gibt es noch ein separates Kabel, was ihr ganz einfach hier direkt an die Batterie anschließen könnt. Also hier dran schrauben könnt. Perfekt für Saisonfahrzeuge, die auch hier im Winter über die ganze Zeit mit der Ladeerhaltung praktisch dann aufgeladen werden, sodass die Batterie auch hier immer auf dem schönsten, besten Stand ist und nicht kaputt geht. Es ist eine ganz einfache Bedienung. Es gibt hier kleine LEDs-Anzeigen, die man praktisch hier sehen kann. Man kann praktisch dann auch hier gleich diesen Modus auswählen. Gibt es so eine Mode-Taste drauf. Da könnt ihr dann praktisch auswählen, was ihr wollt. Ganz normale Autobatterien, Motorradbatterien. Hier zum Beispiel eine normale 12-Volt-Batterie. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel so eine AGM-Batterie auszuwählen für Start-Stopp-Automatik. Also hier einfach draufklicken
und dann werden diese ebenfalls aufgeladen, da die hier einen besonderen Ladezyklus benötigen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Recon-Funktion praktisch zu aktivieren. Da wird praktisch hier die Ladebatterie bzw. die Batterie wird hier nochmal schön gereinigt, der Ladezustand wird angepasst und das ist dann hier wirklich soweit sehr gut. Da können wir jetzt hier oben auch gleich sehen, es gibt eine schöne große Anzeige drauf, die praktisch die einzelnen Stufen anzeigt von diesem Ladevorgang. Das läuft dann von links nach rechts und wenn es dann praktisch ganz drüben angekommen ist, dann leuchtet praktisch hier diese LED grün und das bedeutet im Grunde, dass hier eure Batterie komplett voll ist. Also bei Stufe 7 ist sie komplett voll und dann könnt ihr praktisch hier dieses Ladegerät wieder abhängen. Dann ist alles gut und ihr könnt direkt damit losfahren. Also eine sehr einfache und gute Bedienung, da kann man sich nicht beschweren, ist simpel gehalten, toll effektiv. Es gibt ja sehr viele Funktionen und natürlich auch hier reichliche andere Möglichkeiten. Wir gehen gleich mal kurz weiter auf die Webseite drauf und gehen dort mal die technischen Daten durch. Dann schauen wir uns jetzt mal hier das C-Tech MXS 5.0 Autobatterieladegerät uns hier an. Direkt auf der Herstellerwebseite, also hier auf C-Tech.com, wo ihr es auch kaufen könnt. Aber jetzt schon mal der Hinweis, hier ist es relativ teuer, 107 Euro. Ich würde euch empfehlen, schaut mal bei Amazon nach, dort gibt es dieses Ladegerät hier schon ab 75, ab 70 Euro, so um den Dreh. Also das ist wirklich hier sehr günstig. Ich werde hier den Link unten in der Videobeschreibung reinmachen, klickt dort jetzt mal drauf und dann kommt ihr direkt zu diesem tollen Produkt. Also, gehen wir das mal kurz durch. Das ist so mit Abstand das beliebteste Autoladegerät, was es praktisch hier gibt. Auf dem Markt hat auch zahlreiche Funktionen für einen sehr guten Preis. Schauen wir uns mal kurz das Ladegerät an. Es ist super einfach aufgebaut. Wir haben hier eine Mode-Taste, da gibt es praktisch hier vier verschiedene Modusse. Wir haben hier so eine Batterie-Lade-Anstandsanzeige, also eine Statusanzeige, wo sich praktisch dieses Ladegerät gerade befindet. Das durchläuft hier auch mehrere Zyklen bzw. mehrere Stufen von der Batterieladung mit unterschiedlichen Techniken, damit auch hier die Batterie sehr schonend und effizient geladen wird. Ja, das Ganze einfach einstecken, hier nochmal das Bild an sich von dem, ja, von dem Display. Es gibt auch hier so einen Fehler. Für eine Fehleranzeige, das ist auch sehr gut und so sieht es dann praktisch aus. Mit dabei sind auch Kabel, also solche ganz normalen Klemmen und natürlich auch hier so ein Kabel, was fest fixiert werden kann im Auto und dann einfach direkt hier eingesteckt wird. Besonders gut für Saisonfahrzeuge, wenn ihr praktisch hier im Winter die Batterie ständig ja, dauerhaft laden möchtet, also eine Ladehaltung benötigt, dann ist das auch genau das Richtige für euch. Gehen wir jetzt mal kurz runter zu der Beschreibung, was hier alles mit dabei ist. Dieses Autobatterieladegerät eignet sich von Bleisäurebatterien von 1,2 bis 110 Amperestunden, also deckt praktisch nahezu sämtliche Autobatterien ab, was hier schon mal sehr gut ist. Es hat auch hier weitere Funktionen. Es kann zum Beispiel AGM-Batterien unterstützen und natürlich auch hier zum Beispiel Start-Stopp-Batterien sowie weitere Batterien deutlich verbessern, also die Lebensdauer erhöhen. Gehen wir mal auf die Hauptfunktionen ein. Also es hat mir ja gerade schon Batterien bis 110 Amperestunden können geladen werden. Es gibt ein sehr einfaches, schönes Display. Wir haben mehr Spritzwasserschutz und Staubschutz, also IP65. Es ist funkenfrei, polsicher, kurzschlussfest. Es ist vollautomatisch, also es gibt so 8 Stufen. Einfach praktisch hier anstecken und dann geht es auch schon los. Da gibt es hier Programme zum Beispiel für kleinere Batterien sowie für AGM-Batterien oder es gibt so ein Recon-Programm, um so eine Batterie wieder ja, ein bisschen ja, ans Leben zu bringen, sage ich mal. Und dann gibt es auch hier eine integrierte automatische Temperaturkompensation und eine palettierte Float-Puls-Erhaltungsentladung für Batterien bis 160 Amperestunden, also hier perfekt für Saisonfahrzeuge und 5 Jahre Garantie. Ja, hier nochmal die technischen Daten an sich, wie zum Beispiel die Abmessungen, dann hier nochmal die Ausgangsströme, Batteriechemie, Bleisäure hier und auch sonst sieht es hier gut aus. Ja, Startspannung 2 Volt und es passt soweit. Ja, 5 Jahre Garantie und das soll es dann nun gewesen sein. Es ist wie gesagt alles hier dabei, was ihr benötigt für dieses Outladegerät und es ist hier wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Ich kann es euch nur empfehlen, schaut mal in die Videobeschreibung rein, klickt mal den Link an, dann kommt ihr direkt zur Produktseite. Es steht also fest, unser Vergleichssieger wäre jetzt hier das C-Tech MXS 5.0 Autoladegerät. Wir gehen mal kurz die Vorteile nochmal durch. Sehr guter Preis, es ist ein intelligentes Ladegerät für Auto- und Motorräder. Wir haben eine Batteriepflege mit dabei und es gibt auch hier eine AGM-Option. Und das zu einem Top-Preis. Den Link dazu zu diesen Ladegeräten, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, klickt mal die Links an, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis bald.